Ja, manchmal kann man gar nicht glauben, was man da hört. Soll mich überflüssig machen. So war neulich die Ansage von der Regie. Hart fürs Ego, hart fürs Ego. Man ist doch wichtig. Man wird doch gebraucht. Man identifiziert sich übers Gebrauchtsein. Mal doch was Wichtiges zu sagen. Bla 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 bla. Nee, bei mir kam die Ansage, ganz wichtig, mach dich überflüssig. Der tiefere Sinn hat sich mir später erschlossen. Es braucht diesen Kanal nicht mehr, wenn jeder die Verbindung zum Göttlichen gefunden hat und das Göttliche in sich erkennt. Wie es der Köbi Meile so wunderbar im Interview gesagt hat. Auch das ist meine Aufgabe täglich. Manchmal gelingt es, manchmal weniger. Und dieser Kanal möchte euch dabei unterstützen, auf diesem Weg, das Göttliche in sich zu erkennen, die Verbindung zum Göttlichen aufzubauen. Ich durfte bereits ganz viele Menschen interviewen, die euch dabei von Herzen gerne unterstützen. Und ich freue mich auch auf viele weitere Begegnungen unterschiedlichster Art. Das Ziel ist, sich überflüssig zu machen. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Überflüssig machen. Wenn du das Göttliche in dir erkannt hast, die Verbindung zum Göttlichen aufgebaut hast, braucht es kein YouTube mehr. Kein Mensch von außen. Doch auf diesem Weg, bis dahin, alles Gute. Wir alle sind gemeinsam unterwegs, jeder in seinem persönlichen Tempo und ich bin sehr froh, dass ich mit euch unterwegs sein darf. Bis bald, macht's gut.